Hallo und herzlich willkommen bei Commander Hinso in der Garage. Alle Arty-Hasser, schaut es euch trotzdem an. Ich meine, vielleicht ist was bei. Für alle, die ihren Horizont mal erweitern wollen. Das letzte M44-Video hat mir irgendwie gezeigt, es gibt ja noch eine andere Seite von der M44, die wir eigentlich nochmal beleuchten müssen. Und zwar ist mir das am ersten Mal, ich weiß, ich hatte es im Hinterkopf, und die M44 ist eine kleine OP-Arty, aber man muss es einfach nochmal in einem Video so richtig zeigen, wie krass die M44 eigentlich rocken kann, wenn man ein bisschen Gold mitnimmt. Und ich meine, wir gucken uns das hier mal an. Es ist einfach, die hat 240 Penetrationen mit Gold. Ich meine, das ist, die ist eine Tier 6 Arty. Tier 6. 240 Penetrationen, 700 Schaden. Die, da ist jeder Gegner Two-Shot. Das ist eine Geschichte, die sollte man auf jeden Fall bei der M44, die ist mobil, die ist in einem Tier, wo es noch Spaß macht, wo es noch nicht so hardcore abgeht, Low-Tier halt. Sie hat eine absolute krasse OP-Penetration und eigentlich müsste die, müsste die Heat-Munition schon gebalanced werden. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal ein Game an, wo das halt schon eine Rolle spielt, wo jemand mit Heat-Munition schon ganz schön rocken konnte. Bis gleich. Da sind wir in-game mit dem guten Fly53. Ich glaube, ich hatte schon mal ein Video vom Fly. Der macht halt einfach gute Sachen. Ohne Frage. Kann man nicht anders sagen. Die Jungs haben eine beschissene Siegchance, obwohl sie eigentlich mega geskillte Player sind. Aber guckt es euch an, der Gegner ist gut durchwachsen. Eine Menge grün, gelb und naja. Und bei ihm sind sie halt die einzigen beiden guten Spieler, könnte man jetzt ketzerisch so sagen. Wie auch immer. Wir gucken uns mal, bei dieser Map ist es ja schon strategisch interessant. Der gute Fly fährt jetzt zu einer Ecke, wo er hier drauf wirken kann. Ne? Ihr könnt euch erinnern, als das letzte Mal habe ich darüber geredet, hier, die Arty steht hier an der Position, Quatsch, ja doch, die Arty steht hier an der Position und kann hier reinwirken. Andersrum ist es natürlich genauso. Die, der Punkt, wartet mal, ich mache mal kurz Stopp. Der Punkt ist der, ihr müsst euch überlegen, steht ihr hier und könnt hier sozusagen auf der Minimap mal gucken, hier reinwirken, ist das ganz in Ordnung, aber ihr habt halt durchaus Probleme, weil er hier nicht mehr so richtig schnell wegkommt. Aber wir schauen uns an, was macht der Fly? Natürlich die andere Geschichte, guckt auf die Minimap, wo aimt er hin? Der altbekannte... Got him. Der altbekannte Sniperbusch und der Leopard, der einzige blaue Spieler des Gegners, steht im Sniperbusch. Und es lohnt sich immer. Es lohnt sich immer, einen ersten Schuss auf diese Sniper-Positionen zu schießen. Denn wenn dort der Gegner steht und spottet, nehmt ihr ihm einfach die Sicht an der Ecke. Und ich sag mal, das ist schon relativ eine relativ geile Sache, wenn man dem Gegner da seine Augen wegnimmt. So, damit steht schon mal gar nicht so schlecht und er ist jetzt unten auf der Ecke drauf, weil diese Ecke natürlich, guckt es euch an, er kann seine Jungs stehen, wir zoomen mal ein bisschen raus, seine Jungs stehen ein bisschen weiter hier, der Gegner drückt hier rum, weil hier nicht viel Gegenwehr ist. Eigentlich, ganz ehrlich, eigentlich die Ecke schon mal richtig beschissen besetzt von den eigenen Tanks. Okay, hinten ist noch ein Jagdpanther. Aber, ja. Wir, wir sehen jetzt die ersten Opfer um die Ecke kommen. Und er sagt sich, okay, pass auf, den ersten HE-Schuss nochmal weggekloppt. Und dann wird auf Gold umgeladen. Was ich erstaunlich finde, dunkelblauer Spieler, sage ich mal, und hat nur 6 Goldschüsse mit. Aber, also man kann mit der Arty auf jeden Fall. Jetzt guckt es euch an. Tiger hat noch 1152 Punkte. Schießt. Schuss geht rein. Tiger ist weg. Der Kollege mit der anderen Arty hat nachgeklärt. Das heißt, wir können das jetzt mal ungefähr uns ausmalen, dass er wahrscheinlich so um die 700 mit diesem Schuss gemacht hat. Was natürlich ober nice ist, weil, guck jetzt wieder, 1300 irgendwas, wieder 700. Ober nice, oder? Also ich meine, mit der Goldmoney, das ist einfach ultra OP, diese Arty mit der Goldmoney. Und wir werden es jetzt noch im Weiteren, also ich habe dieses Game nicht ausgewählt, weil es so ultra viele geile Situationen hat, sondern weil man einfach mal sieht, wie hammer, ober, arschgeil die Goldmoney funktioniert. Schuss raus, Uni 719.
Also ich meine, überleg mal, mit einer Tier 6 Arti, mit einer popligen Tier 6 Arti 700er Kellen rausochsen. Ist unglaublich. Und ihr seht, was passiert an dieser Ecke. Denn diese Ecke ist absolut vom Feind dominiert. Die haben alles weggenascht, was hier zur Verfügung stand. Und zack. Erledigt. Also ich meine, die Japaner sind aber auch dankbare Ziele für Goldmunition. Und ich schätze mal, der Fly hat sich spätestens jetzt an dieser Stelle gesagt, so, ey, fuck, warum hab ich nicht mehr Goldmunition auf dem Kasten hier? Aber der Oni wird hier irgendwie eh schon weggemacht. Fertig zielen. Jagdpanther, zack, 562. Also ich meine, klar. Wir haben jetzt auch gesehen, dass die Schüsse hier echt relativ geil treffen. Aber das ist schon eine Ansage. Überlegt mal, was hier diese eine Arti mit ihren 3 Kills und dem ordentlichen Schaden hier schon macht. Super brenzliche Situation hier, die aber zum Glück der Kollege hier hinten ganz gut mit einem Rammschaden, den er sich selber verursacht, nee Quatsch, den man dem Gegner verursacht, klären kann. Ich sag mal so, die Jungs haben es hier an der Ecke einfach mal, sie haben es hier einfach mal gerockt. Denn es ist jetzt noch eine IS-2 übrig, die wieder zurückmarschiert, weil sie die Faxen dick hat. Und der T-34-100, der sich lieber ums Decappen kümmert. Und damit haben sie die Ecke, mit diesem beherzten Einsatz, sage ich mal, die beiden von 5 Kills, die sie hier gemeinsam gemacht haben sie diese Ecke hier gehalten. Und wir sehen es. Es war eine 30-prozentige Windchance, also es stand richtig schlecht und wir haben gesehen, was alles an Material rumkam und sie haben einfach OP-mäßig hier irgendwie alles weggekeschert und ja, und da, gut, sind auch halt so ein paar, ja, schön nochmal angezündet, ein paar Schüsse, die irgendwie nicht reingehen, aber die wichtigen waren halt alle durchgeaimt und mit Gold und überlegt euch, wie schnell sind dort die Onis verschwunden. Das ging so ultra ratzfatz und die Onis sind einfach mal Top-Tier beim Gegner und dadurch war die Ecke einfach mal hier geowned. Also sehr schön. Hat wirklich selten, ich sag mal selten, dass das auch so gut klappt und selten, dass es auch so, ich sag mal, ist so ein schönes Vorführvideo, dass man wirklich sieht, dass nicht nur, ja, dass nicht nur Vorhalten was bringt, sondern auch richtig Vorhalten. Nee, selten, dass man wirklich mal nacheinander nachvollziehbar sieht, so irgendwie 700er Schaden, 700er Schaden, 700er Schaden. Weil das einfach, ja. Weil es einfach, zu Ende ist das Game! Applaus für den Fly und den Pet. Sehr geil gemacht, die Ecke. Also ich habe, als ich es erstmal gesehen habe, dachte ich so, ich gucke mir immer nicht die Gefechtsauswertungen an zuerst, sondern gucke mir das Game an und dachte so, okay, das wird jetzt wieder so ein Replay, wo die Artis sich nachher auf Teufel komm raus selbst verteidigen müssen. Aber das war wirklich schön strategisch. Immer wieder ein Stückchen zurückgezogen, immer wieder ein Hit gelandet, immer wenn nachgeladen ist, wieder fertig geaimt, wieder ein Hit gelandet, wieder ein Stück zurückgezogen. Sich noch, klar, war ein bisschen Glück dabei. Der letzte Gegner, wo wir drauf geguckt haben, der sich mit einem Ram-Kill da aus dem Verkehr gezogen hat, der hätte natürlich die Arti dann, wenn der ein bisschen schlauer gewesen wäre, hätte der natürlich irgendwie den Kollegen beseitigt und dann die Artis auch noch, dann wäre es, aber ich meine, hätte Panzerkette. Insofern, nee, ich fand's sehr schön, vor allen Dingen als Beispiel, in Anlehnung an Acebine, der sagte, ey Commander, du musst den Leuten auch sagen, dass man mit der M44 Gold fahren muss, weil die einfach absolut OP ist mit der Munition. Und ja, das ist richtig. Ich mag das zwar, sag ich mal, dieses Goldgespammer auch nicht, aber irgendwie machen wir uns mal nichts vor. Jeder spielt doch ganz gerne mal irgendwelche Tiers, wo es einfach nur Fun bringt und entweder mit der Grille irgendwie die Leute wegrotzen oder mit der M44 mit Gold, das sind halt die Games, die irgendwie, ja. Gefechtsauswertung gucken wir uns auch noch an, ist jetzt nichts ultra überragendes, aber der Vollständigkeit halber gehen wir da mal rein. Bis gleich. Gefechtsauswertung. So, da haben wir den Fly, der natürlich einen Master dafür bekommen hat. Ja, schön die Gore, Brothers in Arms und High Kaliber. Ordentlich 62.000 Brutto-Credits. 1895, das sind alles geile Werte. Aber eigentlich das Interessante ist, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Klar, 4.200 Schaden sind geil für die Arti, ohne Frage. 4 Kills auch. Und es ist auch schön, dass irgendwie so viele Schüsse 9
zwei Splash, alles schick. Aber eigentlich, das Interessante an dem Game war halt wirklich hier, ja, da schreibt es halt auch so, schlechte Seite erwischt, aber das Game hat sich perfekt entwickelt. Und das meine ich halt. Ordentlich die Munition verwendet, die man verwenden muss für so eine Heavy-Klopse, um ordentlich Schaden zu machen. Fokussiert, wenn wir uns das angucken, auf was er geschossen hat, dann war das ordentlich fokussiert. Ne? Also er hat die richtigen Gegner beschossen, er hat genau richtig Schaden gemacht bei den Gegnern und das ist einfach ein Weg, wie man solch ein Game halt gewinnen kann. Mit der richtigen Geschwindigkeit des Gegners, aber und halt auch mit dem richtigen Einsatz der Munition. Also M44, ich würde mal jetzt so persönlich sagen, kann man ruhig, weil die ja echt genug Munition hat, kann man ruhig 10 Goldschuss einfach mitnehmen. Man muss sie ja nicht jedes Mal zerschießen, aber 10 Goldschuss auf Reserve zu haben, hast du noch genug andere Munition. Und es macht halt einfach Spaß, wenn man mit der M44 mit Gold einem Oni durch den Turm ballert, durch die Hülle ballert, weil 200, über 200 Penetration ist halt schon nice. Sag ich mal so. Jo, letzte Woche habe ich glaube ich nicht zwei geschafft. Da muss ich diese Woche eigentlich drei Videos machen, oder? Das war nach Adam Riese und Eva Zwerg. Da ihr jetzt auch meine Videos immer bis zu Ende guckt, ist ja unglaublich. Ich merke schon, das steigt ja steil an. Nee, alles cool, alles gut. Ich sag mal so, bis die Tage, die Woche. Macht's gut, ciao, ciao.